Eigentlich hätte schon im Mai Ueckermündes Wahrzeichen, der Schlossturm, wieder ohne Gerüst in der Stadtsilhouette thronen sollen. Doch das älteste Bauwerk des Seebades am Haff hat es wortwörtlich in sich. An eine einfache Fassadensanierung war gleich nach Beginn der Maßnahme schon nicht mehr zu denken. Als wir den Putz runtergenommen haben, wurde festgestellt, dass große Steinschichten oder Steinbereiche im Schlossturm lose waren. Da konnte man also Steine rausnehmen, die waren gar nicht mehr vermörtelt. Und um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten und später natürlich auch eine Sicherheit des Turmes, wurde erstmal eine Variante erarbeitet, wie dieser Turm neu aufgemauert wird in diesen Bereichen. Und das hat etwa zu 4 Monate Ausfallzeit geführt. Und natürlich auch zu einer Kostenerhöhung, weil das Mauerwerk dann teilweise vernadelt werden muss und natürlich auch mehr Mengen an Aufmauerungen dazukommen. Gefördert wird die Schlossturmsanierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung über das Programm Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung. Auch mit den gestiegenen Kosten von nunmehr fast 500.000 Euro kann Ueckermünde weiter auf 75% Förderung zählen, so die Zusage des Schweriner Bauministeriums. Die Firma Gorko aus Jamen kennt sich aus mit altem Gemäuer und führt nach umfangreichen Bauwerkssicherungsmaßnahmen inzwischen die eigentlichen Sanierungsarbeiten durch. Ist die Aufmauerung abgeschlossen, kommt neuer Putz auf den Turm. Dieser wird nicht mehr wie der entfernte Zementputz das Mauerwerk schädigen, sondern es bestmöglich schützen. Und er wird auch eine neue, bzw. lange nicht an dieser Stelle gesehene Farbe an die Fassade bringen. Wir haben uns gemeinsam mit der Denkmalpflege dazu entschieden, das Eisenoxid aus dem 17. Jahrhundert aufzunehmen, das ja schon an der Ostseite des Schlosses in Richtung Hafen zu sehen ist, sodass der Turm dann auch in einem hellen Rotton gestrichen wird, der je nach Witterung, also bei Regen dann dunkler aussieht, bei Trockenheit, langanhaltender Trockenheit heller. Und das wollen wir für den Schlossbereich, für den alten Schlossbereich wiederherstellen. Ob außen weiß oder ziegelrot, im Inneren wird weiterhin das Haffmuseum seine Heimat haben. Und wie der Schlossturm selbst aus Ueckermündes lange Geschichte berichten.